So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources. So, nochmal Polizei hier, weil sonst klappt das bei uns hier nicht. So, Polizei hat kein Bierbeutel, der trinkt was. Jetzt geht das logisch wieder mit dem Zugrad los. Wieso braucht ihr was zu trinken? Warum? Geht das nicht ohne? Ich hoffe, er fährt los. Ja, er fährt los. Wo willst du hin? Polizeirevier 2, alles klar. So. Hast du denn überhaupt Abwasser? Wärme ist da. Abwasser ist vorhanden, Wasser fehlt. Gut, Müll ist halt eben direkt vor der Tür. Das muss eben so gehen. So, wir brauchen erstmal hier Fahrzeuge. Ne, das wollen wir nicht haben. Wir brauchen hier. Und zwar, vielleicht brauchen wir andere Fahrzeuge. Sind die zu langsam? Die sind schnell vor Ort. Wir nehmen ein anderes Fahrzeug. Das passt. Komm, wir nehmen mal die hier. So. Das Problem ist, wir kriegen keine Leute hier ran. Da haben wir jetzt, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Da laufen keine Leute hin. Nein, das tun sie nicht. Oh mein Gott. Oder vielleicht doch? Nee, glaube ich nicht. Wir müssen da mal einen Bus hinschicken. Ach, Gottes Willen. Eine Buslinie. % Kriminalität, du hältst das nicht aus. Einer ohne Job. Sonst haben wir Leute alle unter Arbeit sozusagen, ne? Das ist alles immer gar nicht mal schlecht. Einer ohne Job. Einer ohne Job. Was war hier noch? Was war das hier? Kindergartenplätze. Okay. Gib Schlimmeres. Die können überall hinlaufen. Durch den Tunnel. Durch den Tunnel! Genau. Ein Beamter ist da. Also Polizeipersonal. Jetzt weiß ich nicht, wo die herkommen. Da laufen noch mal ein paar. Wo kommen die denn her? Es kommen Leute hier auf jeden Fall hier rein. Das ist schon mal gar nicht schlecht. So, frag mich nicht, wo die herkommen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Der erste Wagen fährt raus. So. Wir werden mal ein bisschen aufwerten hier. So. Damit wir überall hinkommen. So, wo fährt er hin? Na? Das ist ein Straßenfahrzeug. Wo ist die Polizei denn? Da war doch einer rausgefahren, oder nicht? Was ist das hier? Polizeiwagen, das war einer. Rosshausen im Kindergarten war. Der war im Kindergarten, das hältst du im Kopf nicht aus. Ach du Himmel, was ist hier im Kindergarten denn los? Mag ich gar nicht gucken. Ach du Groß, der geheime Polizei haben wir hier. Die ist hier. Da ist sie. Wir müssen vielleicht die Loyalität ein bisschen nach oben drehen, wa? Ich glaube, ne? Schnullerdiebstahl. Bestimmt. Gebäude hat kein Trinkwasser. Wo ist der Wagen hier? Bitte. Schnell. Oder Windeln. Ach du Himmel. So. Ist aber alles da. Bis auf ein paar Leute, aber sonst, ne? Aber die laufen aber auch irgendwo. Irgendwo kommen sie ja. Hier. Kommen die von da? Der nächste. Wo bist du hin? Polizia!
Fahr doch mal vorbei da. Weg. Hier, ne? Der hat es aber echt eilig hier, ne? Das ist einer ganz, ganz schlimmer hier. Ach, guck mal. Hier ist auch was los. Nimmst du einen mit? Keinen mit. War das nicht so schlimm? Okay. War gar nicht so schlimm dann. Okay, na gut, dann ja. Gut, pass mal auf. Müssen wir hier ein bisschen modernisieren. So. Und nochmal ein bisschen modernisieren. So. Die Laufwege ein bisschen schneller machen. So. Und jetzt hier auch ein bisschen. Da ist ein Fußweg raus hier. Mann, Mann, Mann. Wollen wir hier die Laufwege mal ein bisschen besser machen, ne? Aber das können wir anders machen. Wie war das noch gleich? Genau. So. Ach, komm hier, ne? Hier auch alles super, da auch. Hier fehlt noch ein bisschen. Siehst du wohl. Was? Geht nicht? Doch, ne? So. Auch schon Polizeibusse bei der Kriminalität. Ich fürchte auch fast. Ich glaube, wir brauchen was richtig Dickes hier. Das hat alles keinen Sinn. Schwere Kriminalität. Zwei Stück. Der ist auch überlastet immer noch, ja. Wir kriegen das nicht in den Griff hier oben. In der Stadt ist alles tut hier, aber hier, in diesem kleinen Nest hier, was? Diese, wie waren es hier? So viel waren es gar nicht. Was war das hier? 5000 Einwohner. 5000 Einwohner! Da machen die so einen Terror hier unten. Mann, 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 du. Die Slums hier unten, da sind sie. Hier oben ist alles im Lot, weißt du? Hier oben ist alles tutti, aber, ne? Mein Gott. Wird hier geklaut, auf dem Höfen wird nicht geklaut. Da ist alles im Lot, alles gut. Hier ist auch ein bisschen was los, ne? Wollen wir nicht hier Polizei? Polizei, da? Das ist die Geheimpolizei, alles klar. Wir müssen mal ein bisschen nachhelfen hier. Warte mal. 62%, ne? 85 haben wir. Wo ist denn jetzt noch? Das einzige Gebäude, wo kein Verbrechen drin passiert, ist das Polizeirevier, ne? Haben wir so eins überhaupt hier irgendwo? Gebäude. Ich glaube, das haben wir gar nicht. Ich glaube, das haben wir vergessen. Ja, wir haben kein. Doch, Polizeirevier. Da ist eins. Hier ist eins. Da ist eins. Mal gucken, was da drin los ist. Ach du großer Gott. Na gut, das geht noch. Das kriegen wir verhandelt hier, ne? Das kriegen wir. Haben wir auch ein Gerichtsgebäude? Gericht? Nee, aber gar nicht. Das haben wir nicht, aber das kriegen wir hin hier. Das ist nicht das Problem. Das kriegen wir hin. Ne? Aufklärungsschaden 50%. Plattenbau 4. Mann, 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 doch. So, hier oben wird gebaut. Wie weit ist das Atomkraftwerk? Ich hoffe mal. Oh, hier, das sieht schon nach was aus, ne? Klein Moskau. Klein Moskau, genau. Warte mal, hier oben läuft das auch schon ganz gut. Das ist wunderbar. Wie gesagt, hier oben wird gar nicht mehr weggebracht, ne? Wir haben jetzt hier rumstehen. 3 Container haben wir hier rumstehen. 0,2. Also, was bräuchten wir denn da? Wir bräuchten theoretisch... Atomkraft 0,0. Ich glaube 0,2. Da können wir fast ein halbes Jahr mit heizen, ne? Oder mit Strom erzeugen.
Darfst du nicht verjähren lassen. Nee, das stimmt. So, was machen wir? Sollen wir das hier fertig bauen lassen? Also, lassen oder sollen wir mithelfen? Ich meine, ist natürlich ein Haufen Holz, aber andersrum, ne? Wir haben ja Kohle. Wir können ja aber was investieren hier. Und mal sehen. Wir brauchen auch einen Zug überhaupt. Fällt mir gerade auf. Wir brauchen noch einen kleinen Zug, der hier hin und her fährt. Den müssen wir auch nochmal wieder organisieren. Wir haben ja kein Zugdepot hier, ne? So. Was hast du mit? Na, mal sehen. 6 Arbeiter, das ist übersichtlich. Übersichtlich. Laufen die auch hier runter? Fast. Fast. Jetzt weiß ich nicht, warum sie nicht bis ganz unten runterlaufen, weil... Haben wir irgendwas übersehen? Ach, wir können ja noch die Gehwege sozusagen mit Lampe ausstatten, dann laufen die bis, glaube ich, ein bisschen ganz nach unten, ne? Die laufen bis zur Bahn hin. Das ist großartig. Super. Wir brauchen noch einen Zug mehr. Wir werden mal einen organisieren. Wir brauchen einen Zug hier. Und zwar... Warte mal, was war irgendwie hier? Da, genau. Wir brauchen einen Zug. Und zwar einen... Triebwagen. Das ist alles Dieselkrams, ne? Nee, was ist mit dem Zugverband? Sowas. Mit Strom. 120, 110... 500 Leute, das ist ein bisschen viel, wa? 120, haben wir nicht sowas auch im Westen? Güterwagen, Elektrodukten, haben wir nicht. Schade. Haben wir gar nicht. Gibt's da gar nicht. Na gut, müssen wir so annehmen. Zugverband. Was haben wir sonst noch? Triebwagen, das sind alles diese Diesel-Dinger. Haben wir ja nicht. Dem müssen wir extra noch Diesel, sag schnell. Geschichten bauen mit 100er, ne? Da bleibt doch, oder? 416 Leute, so viel haben wir gar nicht. So viele Leute sind da gar nicht. Stromschutz, was ist das hier, einer? 110. 600 Leute ist viel zu viel. So ein kleiner reicht vollkommen aus. Ach. Den nehmen wir mal. Der kriegt gleich einen neuen Job und dann mal sehen, ob er den Weg findet. Das wäre ganz cool. Und zwar, der kann ja auch schon mal losrollen, ne? Das macht ja nichts. So, einmal hier ran. Zup, und einmal hier ran. Zup. Fahr schon mal los. So. Siehst du, kann der schon mal losdüseln? Darunter, so langsam. Wie viele Multivohner haben wir denn noch? 33. Komm, die bauen wir mal fertig, die Hütte. Die eine Hütte bauen wir mal fertig. So, rein in die Hütte, Leute. 30. Achtundzwanzig, 27. Muss man hier einziehen. Hüsch, hüsch. 15. Das ist voll. Hier ist was los. Ach, großartig. Müssen wir hier nochmal kurz mal. 57. 52. So. Wir müssen ein bisschen raus kristallisieren lassen, das Ganze. Das machen wir hier genauso. Hier kommt wirklich nur die Elite rein. Ne? 84. Die Studenten, dann sind wir bei 78. So, da kommt nur die Elite rein, sonst nichts. Fehlende Ressourcen, Öl. Ah, was ist denn los hier? Warte. Essen, Öl. Das ist doch der... Stadt Sejov. Das ist da ganz draußen. So. Polizei. So. Wo war die Polizei? Da. Ich hoffe, wir kommen da hin, wo wir hinwollen. So, wie viele wohnen jetzt hier drin? 80. Einer ohne Job. Kann ich arbeiten beim Kindergarten? Warum kein Kindergarten? Hä? Okay, ein Gebäude brennt. Was brennt denn da? Plattformstation. Warte. Es wurde keine Feuerwehr geschickt. Ach du Schade. Schade. Ich wusste das. Ich wusste, das brennt hier oben irgendwann. Ach du Himmel.
Warum fährt die da nicht runter? Wir haben doch... Na, die Feuerwehr ist vielleicht zu weit weg, ne? Die Feuerwehr ist zu weit weg, die Jungs. Feuerwache, kann ich die nicht... Man kann die aber auch, nach dem Update, glaube ich, kann man die auch separat zuweisen, ne? Dass man sagt, hey Freunde, wir müssen da nochmal hin, ne? Also ganz dringend. Helifeuerwehr ist ja hier. Wir haben ja einen Helikopter. Ein Helikopter ist ja da. Der kommt aber da nicht hin. Der will da nicht hin. Bis da unten hin ist und dann ist Feierabend. Und ich weiß nicht warum. Ach Mensch, ich freue mich nach dem nächsten Update. Da kannst du wirklich mal einen hinschicken, ne? Dann kannst du die selber zuweisen. Wenn es brennen sollte. Ja, wir können nichts machen. Das muss abbrennen. Das muss leider abbrennen. Wir können da nichts tun. Leider nicht. Ich würde gerne, aber das kriegen wir nicht hin. Wir können auch nicht jetzt noch schnell mal was irgendwie zusammenklöppeln und dann hoffen, dass es klappt, aber es ist zu weit weg. Hier unten können wir eventuell noch eine bauen. Dass wir hier... Warte mal, wie ist das mit dem hier? Das müsste auch mit drin sein, ne? Feuerwache ist da. Ja, die fahren da auch hinab. Das ist nicht das Problem. Komisch, ne? Das ist kurios. Na gut, können wir nichts machen. Muss abbrennen. Leider. Bauen wir gleich neu. Ist ärgerlich. Ich hoffe... Wo sind die Helikopter? Da sind sie. Warte mal, ich hoffe, dass die Helikopter das noch mit auf der Liste haben. Wenn der weg ist. Ja, wir wollen dann nochmal... Die fliegen das noch an! Hä? Die fliegen das noch an! Da lassen wir keine Arbeit raus, ne? Ey, wir können das doch mit dem Helikopter mit den Rotorblättern ein bisschen auspusten. Geht das nicht? Wer halt mit dem Feuer spielt? Ja, ja, ja. Immer das Gleiche. So, ist abgebrannt. So, Sekunde. Müll zum Abtransport, Sondermüll. Okay. So, zack. Neubau. Solaris. Ich hoffe, es ist noch mit drauf. Nee, ist weg. Ist weg. So, warte mal. Da muss ich mal die Linie. Ach, ist keine Linie. Wo sind die Helikopter jetzt? Ach, wo sind die Helikopter denn jetzt? Da stehen sie. Ja, pass mal auf. Gehen wir anders hin. Halt hinzufügen. Wo war das hier oben, ne? Zack. Genau. Linie. Wo war jetzt der andere Helikopter? Der war auch irgendwo. Da ist er. Und hinzufügen. Und zwar den hier. So. Alles klar. 12 Leute sind da drauf. Na gut. Ist doof gelaufen. Kann man nichts machen. So, was ist das hier? Das ist er schon. Hier, da fährt er schon. Die erste Ladung sozusagen. 11 Leute. Elf Leute fährt er schon mal rüber. Großartig. So. Ich freue mich schon drauf, wenn wir den Anfang mit dem Ganzen hier oben. Hotels hinstellen und hier nochmal Gebäude bauen. Dass wir Flaming City nochmal richtig in Gang kriegen. Und dass wir mal so eine richtig kleine... Ja, hier oben passen unheimlich schöne Hotels nämlich rein. Das ist relativ gerade, ne? Ach, das wird schon cool. Steigen die auch aus? Nee, ne? Doch, tatsächlich. Helfen die auch hier mit? Klar, immer Leute hin. Immer da Leute hin. Oh, das ist ja gleich fertig. Was mit dem hier? Das ist auch fast fertig. Wir können ja normalerweise schon mal draufdrücken und sagen, mach fertig. Und ich glaube, ich fürchte fast, wir können da... Haben wir ein Verteilbüro irgendwo hier? Da ist eins. Da ist ein Verteilbüro. Ich weiß nicht, ob wir das... Was haben wir denn hier? Platten? Uranoxid? Ne, wir können keine... Ne, wir können keine schlimmen Sachen transportieren da. Im Verteilbüro.
Ne, da brauchen wir einen extra LKW, ne? Da müssen wir uns eben einen besorgen. Haben wir nicht einen... Doch, was ist das hier? Der hier würde fahren, ne? Den würde ich den einmal losschicken. Den einen. Damit er da mal Brennelemente hinfährt. Zum Kraftwerk. Wenn das denn soweit startklar ist. So, nehmen wir alles weg hier. Lösch mal alles. Kann ich alles löschen? Ich weiß gar nicht, was geht. Ja, oh, das geht. So, dann würden wir sagen, fahr mal... Ja, ja, mindestens zwei Helden. Ja, so rum. Fahr einmal dahin. Kann er direkt abholen, ne? Fahr mal dahin. Hol ab. Und zwar... Was soll ich sagen? Fahrzeuge, ne? Muss ich ja sagen. Weil ich kann ja nicht sagen, hier Uranoxid, das soll er nicht holen. Und dann mal gucken, was da hingeht. Gebäude ist noch nicht fertig. Nee, weiß ich. So, die Lok fährt hin und her. Wunderbar. Das nehmen wir raus. Wie weit sind wir hier? Wir machen es fertig. Komm, wir helfen mit. Los. Da kennen wir jetzt nichts. Da sind wir jetzt knallhart. Mach schon. Mach schon. Los. Das dauert doch wirklich lange, ne? Mein lieber Freund. 3, 2, 1, fertig. Und auf geht's. Siehste. So, warte mal. Fehlen Ressourcen, Brennstoff und Wasser fehlt dir. Wo fehlt dir Wasser? Das Ding kann auch fertig gebaut werden. Das müsste relativ schnell gehen, ne? Ja, hier, guck mal. Das klingt schon mal ganz gefährlich, ne? Wenn man so raufgeht. So, der Kühlturm ist gleich fertig. 3, 2, 1. Zack. Nicht alle Kühltürme sind verbunden. Ach, brauchen wir tatsächlich zwei Stück oder was? Ohne Mist. Brauchen wir jetzt echt ohne Scheiß zwei Kühltürme? Müssen da wirklich zwei Stück ran? Warum sagt denn das keiner? Steht auch nirgends, dass man zwei braucht. Wieso sagt er kein Wasser? Wasser ist doch da. Wassertank, Import. Hat er einen Wassertank extra? War da extra ein Wasserrohr irgendwo dran? Nee, ne? Das hält's doch nicht aus. Aber warte mal, das pumpen wir doch direkt aus dem Fluss. Warte mal, das kriegen wir doch direkt aus dem Fluss gepumpt. Wasserbrunnen hier, da. Genau, so ein Teil, ne? Das holen wir direkt aus dem Fluss hier. Zack. Eine Wasserpumpe, eine kleine. Was ist denn da vorne? Abwasser? So, pass mal auf, wie machen wir es am besten hier oben, ne? Zack. Dahin. Von mir aus ein mittleres Rohr daran, das ist mir ziemlich egal. So. Wasser. Jetzt, wo du sagst, der braucht zwei Kühltürme. Der war gut. Der war heavy. Das ging voll unter die Haut, sozusagen. So, machen wir fertig hier. So, jetzt müsste der Wasser haben, ne? So. Wasser hat er. Abwassertank Export. Hat er noch extra ein Abwasser? Sag mir nicht sowas. Nein! Der hat ein extra Abwasserdings. Das ist nicht wahr, ne? Na gut, pass mal auf. Abwasserrohr. Kriegen wir das irgendwie damit rangefummelt? So. Haut hin. Tunnel ist an. Ja, ich weiß. Hab mir schon fast gedacht. Warte mal, machen wir so. Von da. Alter, was ist denn das für ein Rohr, was du hier verbaust? Warte mal, so ist doof. So, das haut hin, ne? Bis dahin und dann von da nach da. So. Will er nicht machen? Doch, macht er. Gut. So, haben wir. Jetzt wollen wir da mal gucken. Ein Gebäude brennt, auch das noch. Ja, wenn, dann muss das auch alles hier laufen, ne? So, jetzt brauchen wir noch einen zweiten
Kühlturm. Wir brauchen noch einen blöden zweiten Kühlturm. Das hält's nicht aus. Hoffentlich kriegen wir das Ding da irgendwie angebaut. Alter, das ist auch jetzt voll doof. Dann müssen wir den hier hinten ranbauen. Wie kriege ich denn? Oder wir bauen den hier vorne bisher. Der ist auch doof, ne? Das ist irgendwie alles doof, egal wie wir es machen. Da ist ein Ausgang, Ausgang, da ist ein Eingang. Da ist ein Eingang, da ist ein Ausgang. Oh Gott, das wird ja noch lustig. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Irgendwie überhaupt nicht. Da ist ein Eingang, da ist ein Ausgang. Irgendwie müssen wir das Wasser da mal ran irgendwie hinkriegen. Die müssen beide hier vorne stehen. Ich werde hier doch zum Tier, werde ich hier doch. So, bauen wir ab den Kram. So, warte mal, Kühlturm. Da ist ein Eingang, da ist ein Ausgang. Warum nicht? Weil immer noch irgendwas hier steht. So, jetzt. Dahin. Kriegen wir das Zeug irgendwie da raus? Der muss jetzt wohin? Nee, verkehrt. Der muss drüben hin. Jetzt die Frage, ne? Kriegen wir nachher noch hier an Zeugs angeschlossen? Wir müssen, glaube ich, ein bisschen weiter hier raus, ne? So, hier rüber. Wupp, warte mal. Ja, das wird noch lustig. Warte. Das ist der Ausgang. Ach, der muss hier unten ran. Da muss er hin. Warte mal, wie machen wir das denn am besten? Ach du Himmel, das überschneidet sich jetzt alles. So, und dann da rein. So, das haut hin. So, jetzt muss der noch irgendwie raus. Na, komm her. So, irgendwie. Jetzt müssen wir auch drüber weg. Können wir da wieder weg? Kommen wir da wieder weg? Haut hin. Großartig. Der will nicht nebeneinander bauen, ne? Der hat so ein bisschen Probleme damit, ne? So ein bisschen. Warum willst du nicht nebeneinander bauen? Das geht doch, ne? Oder? Hier geht's. Ja, wunderbar. Bis dahin und dann hier raus, ne? So. Ein bisschen schwierig. Nur kostet die ganze Geschichte richtig Kohle. Aber wir verbinden jetzt den zweiten Turm wenigstens. Jetzt müssen wir die Straße dann nochmal rausfummeln. Die zweite Straße hier irgendwie raus. So. Ja, mach mal. Speicher mal fix. Hü-hot. So, und dann einmal hier ran, ne? So, haben wir. So, jetzt haben wir wissen das dran, ne? Oder? Keine Ingenieure, aber da fehlt alles noch. Also, ganz logisch, aber der ist ja unterwegs, der gute Zug hier. Was macht er? So, fahr los. Hü-hot. Feuer ist gelöscht worden. Ein Glück, hat's gebrannt. Das Heizwerk hat gebrannt. Ja, das ist auch wieder, ne? Flaming City, das Heizkraftwerk. Ja, ne? Wir haben wieder was drauf, ne? So, hau rein. Das fehlt uns noch. Jetzt müssen wir den LKW noch losschicken. Ne, warte, ist der unterwegs? Ist nicht, ne? Der steht noch. Hier, komm. Ach ne, warte mal, brauchen eine zweite Haltestelle. So, warte mal, das war hier, ne? Zack. So. Jod, fahr los. So, alle sind da. Fehlende Ressource, Cash, aber Wasser. Warte mal, Wasser.
Haben wir das nicht mit angeklemmt? Das Gebäude hat keinen Strom. Warum nicht? Wir brauchen externen Strom hier ran. Okay. Wo ist denn hier, warum haben wir denn so extra, wieso brauchen wir den Strom hier ran? Da kriegen wir voll fett Strom weg. Wir brauchen hier Strom her. Ja gut, das ist denn, hier oben ist ja Strom. Sollen mal sehen, ob wir es herkriegen. Warte mal, dann nehmen wir die unterirdische Leitung, ne? Beim ersten Mal brauchen wir hier so einen kleinen Verteiler hier irgendwie her. Irgendwie brauchen wir ein bisschen Strom hier ran. Das nützt ja nun mal nichts. So, bau das mal fertig. Und dann nehmen wir das Käbelchen. Das müsste von hier oben reichen, ne? Bis dahin. Gebäude ist im Weg. Na, hier auf jeden Fall nicht. Zack, von da denn nach da. So. Warte mal, da hat doch irgendwas... Passt das? Passt das nicht? Natürlich nicht. Wo ist denn Strom? Warte mal, hier. Von da nach da. Geht nicht. Andere Struktur ist im Weg. So, aber jetzt. Gut. So. Jetzt haben wir Strom. Jetzt müsste hier auch Wasser kommen. Ja, auch wenn es ein bisschen Brühe ist, aber es spielt keine Rolle. 75%, egal. Wasser ist Wasser. So, wo ist der hier, der gute Mann? Fahr los. Bring mal von dem richtig guten Zeug da was hin. Da bin ich mal verspannt, gespannt, ob er das macht. Ein Gebäude brennt. Was brennt denn da wieder? Ein Wohnblock, Rosthausen. Gut, kann ruhig brennen, da die Feuerwehr ist unterwegs. So, wir wollen jetzt das Kernkraftwerk in Gang kriegen. Und bevor ihr das sagt, ja, ich weiß, da fehlt noch... Oh, das sieht aber nicht gut aus. Warum sind hier so ein bisschen trostlose Äste dran? Ist das nicht, weil es hier eine strahlende Gegend ist? Das alles ist eine ganz freundliche Gegend, die strahlt richtig. Fahren wir ein bisschen schneller. So, hoffentlich nimmt er was mit. Oder genau das, was ich haben will. Jawohl. So, wie viel hat er drauf? Mal schlappe 378.000 Mücken. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Da sagen wir nicht nie zu, ne? So, was ist denn da drin? 0,2 Tonnen. So. Das kann er jetzt auch fleißig hin und her fahren. So, und jetzt geht's wieder los. Wir produzieren Strom. Und zwar richtig leckeren Strom. Jetzt müssen wir natürlich noch den Strom anklemmen hier, ne? Den haben wir jetzt natürlich jetzt wieder hier so ein bisschen. Wir müssen jetzt leider um Ecke rumbauen. Hier geht nicht, warte mal. So, und dann. Das geht. So. Jetzt warte mal. Jetzt wollen wir doch mal sehen. Warte mal, Sekunde. Jetzt müssen wir hier kurz mal im Westen ran. Wo war das jetzt hier? Da, ne? Irgendwo hier. Strom. Export. Exportieren. Und zwar alles. Ach, geht gar nicht. So. Hau rein. Export. Vollgas voraus. Und einmal die andere Ecke müssen wir auch noch hin, ne? Wo ist denn das hier? Hm, da unten. So, irgendwo hier. Ja, er speichert. So, und hier genau das gleiche Spiel. Export. 100%. Mal gucken, was er produziert. Ich bin mal gespannt. Wupp, da sind wir. Sechs Prozent nur? 6%? Hallo? 12, 48, ach, jetzt kommen die Leute rein. Jetzt kommen die Leute rein. 80 Leute, 40, 40, 23%, 31%, das ist natürlich Mangelware, ne? Das würde noch besser gehen. Das müsste normalerweise die Leitung hier glühen.
Weil wir exportieren jetzt wahnsinnig. Sie rauchen, die Schornsteine. Und wir haben Atomstrom. Erforderliche Wasserqualität 60% haben wir. Wird frisch aus dem, sozusagen aus dem Kanal gesogen. Und der Rest wird dann ja, weiß Bescheid, ne? So. Sehr gut. Endlich grüner Strom. Oh mein Gott, ja. Und Leute sind auch vorhanden. Wunderschön. Und der fährt hier dann gerade noch fleißig raus. Tonnen haben wir jetzt drin. Kernbrennstoffe. Na gut, dann müssen wir irgendwann sehen, dass wir das Zeug auch wieder loswerden, ne? Das, was wir nicht brauchen. Ja, ich würde sagen, läuft, ne? Strom wird produziert. Und wir machen richtig Kohle mit dem Strom. Wenn ich das irgendwo sehen könnte, wäre ganz cool. Export. Sowjetblock. Was haben wir denn hier? Strom. Ja, jetzt geht es aber richtig rund hier. Es steht. Was? Warum? Warum ist kein Export mehr da? Weil. Hallo? Was ist los? Diesen Monat. Achso, jetzt wollte ich gucken. Genau. Ja, hier. Das rollt. Und wie das rollt. Warte, was haben wir denn? Westliche Länder? Hier. Da wird Strom verkauft, dass das nur so raucht. Ich würde sagen, ne, wir produzieren Strom. Und zwar reichlich. Ach, ist aber schön. Mal sehen, wann die keinen Strom mehr von uns haben wollen. Nur die abgebrannten Kernbrennstoffe müssen doch dann weg. Ja, die vergraben wir irgendwo. Da bauen wir irgendwo, keine Ahnung, mal ganz weit weg. Da machen wir so ein kleines Endlager und dann, ja, es passt schon. Ne? Da werden wir uns natürlich ein bisschen abstressen mit. Doch, nee, klar, natürlich, da werden wir noch was bauen. Die müssen ja auch weg, die Sachen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da verbrauchen. Kernenergie, was haben wir denn hier? Was braucht denn das? Verbrauch bei maximaler Produktion 0,05. Ach, da müssen wir also zusehen, wa? 0,08 haben wir da jetzt. Ne, verbrauchte haben wir mehr, ne? 0,03. Haben wir jetzt hier, ne? Oder? Ja, 0,03. Was verbraucht er hier? Was verarbeitet er hier? 0,056. Also der, ne? Die Sachen, die können wir dann nochmal... Ja, das machen wir dann aber nächstes Mal. Ich würde sagen, die Folge ist durch. Da sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.